Moin, heute dreht sich vieles um die Anzeigelink oder den Anzeigelink. Und zwar können wir uns mit dem Anzeigelink Informationen von einer gewissen Maschine oder von einem gewissen Block auf anderen Displays anbringen lassen. Wie bauen wir das jetzt? Zuerst brauchen wir einen Anzeigelink. Den craften wir uns so. Und dann brauchen wir eine Source-Quelle, also quasi da, wo die Information herkommen soll, und eine Zielquelle, wo die Information hin soll. Hier nutzen wir am besten einmal die Anleitung, die wir hier sehen. Und zwar hier links haben wir Sources und Targets. Sources ist dann der Bereich, wo die Information herkommen soll. Beispielsweise von diesen Quellen. Wir haben jetzt in diesem Beispiel die Kuckucksuhr genommen. Und das Target ist dann, wo soll die Information hingeschickt werden. In dem Fall können wir sie sogar zu einem Eichenholzschild packen, zu einem Lesepult. Wir können sie auch zu den Nixie-Röhren schicken. Die hatte ich in der letzten Folge einmal gezeigt. Und ich habe mich jetzt für die Anzeigetafel entschieden. Soweit so gut. Sobald wir das Anzeigelink gebaut haben, klicken wir als erstes auf das Ziel. Wo soll die Information hinkommen? In dem Fall soll die Information auf die Anzeigetafel kommen. Die zweite Position ist dann die Quelle, wo die Information hergeholt werden soll. In dem Fall ist die Kuckucksuhr. So, jetzt haben wir erfolgreich mit ausgewählter Position verbunden. Machen wir hier einmal einen Rechtsklick drauf und jetzt haben wir ein paar Informationen. Wenn das so aussieht, ist alles richtig. Wenn die Quelle oder das Ziel nicht gefunden wurde, dann wird das so aussehen. Keine Anzeigequelle, kein Anzeigeziel. So, jetzt haben wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Jede Quelle hat natürlich unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Die Kuckucksuhr beispielsweise Tageszeit und Stoppuhr. Und unter der Tageszeit haben wir noch einen 12- oder einen 24-Stunden-Rhythmus. Immer mal 24 Stunden. Wenn ich jetzt auf OK klicke, sehen wir hier oben, wir haben 14:55 Uhr. Also Minecraft-Zeit natürlich. Jetzt kann ich hier unten noch entscheiden, in welcher Zeile ich es ausgeben lassen möchte. Beispielsweise Zeile 6 ist ganz unten. Zeile 5 ist dann ein darüber. Das heißt also, jeder dieser Blöcke hat zwei Zeilen. Und so kann ich auch beispielsweise sagen, dass ich die Stoppuhr gerne in Zeile 3 haben möchte. Und dann haben wir eine Stoppuhr, die hochzählt. Das Prinzip ist, denke ich, klar. Und so können wir das beispielsweise auch mit dem Globus machen. Der Globus gibt uns dann unsere Koordinaten aus. Der Globus hat jetzt in diesem Beispiel keine weitere Einstellungsmöglichkeit. Wir können das auch beispielsweise mit einem mechanischen Riemen machen. Wenn wir auf den Anzeigelink hier mal draufklicken, sehen wir hier Kombiniere Itemnamen. Kombiniere Itemnamen bedeutet, und der Text hier oben zu sehen ist. Jetzt aber eine Sache ganz wichtig, und zwar haben wir hier so ein pulsierendes System. Sobald der pulsiert, beginnt er erst, das Item zu tracken. Das heißt, ihr habt jetzt gerade gesehen, hier gab es keine Informationen. Wenn ich allerdings das Item draufschmeiße und das Item quasi pulsiert, sehen wir, wir haben jetzt den Lohnkuchen. Das ist eine große Fehlerquelle. Hier muss man also aufpassen, dass beim Pulsieren die Information übertragen wird. Das kann man natürlich auch lösen, indem man diesen mechanischen Riemen einfach erweitert, vergrößert, mehrere Anzeigelinks dranbringt oder auch an einer anderen Position. Aber ich wollte hier einmal zeigen, dass es hier tatsächlich eine Fehlerquelle gibt. Also mit dem Anzeigelink können wir uns sehr viele Informationen über gewisse Maschinen oder Blöcke geben lassen. Manche Sachen muss man ein bisschen rumexperimentieren und bei manchen Sachen ist es ein bisschen eindeutiger. Grundsätzlich nutze ich aber auf jeden Fall die Anleitung, damit ihr die Sources und auch die Targets identifizieren könnt. Ansonsten könnt ihr auch hier einmal durchscrollen oder euch anzeigen lassen, wie man das genau aufbaut. Denn ihr könnt auch beispielsweise über den Depot euch Dinge anzeigen lassen, die da drauf liegen. Mit einem Redstone-Signal könnt ihr dann die Information auch quasi stoppen. Also hier gibt es noch einige Einstellmöglichkeiten, die man sich angucken kann. Aber wenn da Fragen sind, auch einfach gerne in die Kommentare. Das nächste, was wir haben, sind kleine, ich sag mal, Rahmen. Wir haben hier zwei Funktionen. Zum einen natürlich können wir hier über den Aushang Sachen, ja, quasi abbilden, genauso wie auch mit einem normalen Minecraft-Rahmen. Und wenn das Item schon vorhanden ist, dann gibt es ein Geräusch und ein Redstone-Signal. Wahrscheinlich fehlt mir hier gerade wieder Kreativität, wofür man das nutzen kann, dieses Redstone-Signal. Aber wahrscheinlich hat es eine gewisse Daseinsberechtigung. So, und jetzt schauen wir uns einmal das hier an. Wir haben hier einmal eine Gangschaltung, einen Hebel, eine Energiequelle und die sogenannte Seilrolle. Mit der Seilrolle können wir jetzt anfangen, gewisse Bereiche zu bewegen oder auch Multiblöcke zu bewegen. Zum einen gebaut wird das so, die Gangschaltung. Recht simpel. Die Seilrolle benötigt dann das hier. Und eine, wie gesagt, beliebige Energiequelle und einen Hebel. Wenn wir jetzt diesen Hebel aktivieren, geht hier die Seilrolle einmal runter. Und sie endet da, wo es eine feste Entity gibt, also ein fester Block. Beispielsweise wäre das jetzt ein Schaf, würde es jetzt hier nicht enden. Oder wäre es ein Mensch? Allerdings connectet sich diese Seilrolle auch mit dem Block, den sie trifft. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder einmal deaktivieren, zieht sie diesen einen Block hoch und behält den Block auch in der Hand. Oder auf diese Seilrolle halt. Wenn wir jetzt wieder runtergehen, geht das Ganze mal wieder bis zum nächsten
festen Block. Und wenn wir es jetzt wieder hochziehen, zieht er aber wieder den einen Block hoch. Jetzt, wie man sich vorstellen kann, ich hatte ja gerade schon erwähnt, wir haben Superkleber, das haben wir uns ja auch in einer der letzten Folgen schon angeschaut. Und wenn wir jetzt diesen Bereich hier einmal komplett miteinander verbinden, kann man sich schon vorstellen, zieht er den gesamten Multiblock hoch. Und hier kann man natürlich jetzt anfangen, sich Türsysteme zu bauen. Und die können riesengroß sein. Das nächste ist, wir haben jetzt hier Weizenkörner. Ich hatte gerade gesagt, hier wird immer eine feste Entity connected. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal das Ding runterfahren lassen, sehen wir, er zerstört das Weizen. Warum? Weil das Weizen an sich ist ja keine feste Entity, sondern die Erde darunter. Also, man kann es eigentlich auch als Zerquetschmechanismus nehmen oder auch wiederum als Falle. Irgendwelche Dornen hier dran machen oder Stacheln. Aber egal, das ist eine Kreativitätsfrage. Wichtig ist, feste Entities, dabei stoppt die Seilrolle. Und bei nicht festen Entities, da geht sie durch, beziehungsweise da quetscht sie. Und wir können natürlich auch sowas hier machen. Also beispielsweise einen Multiblock nicht nur als eindimensional, sondern auch ein bisschen an den Seiten entlang. Und das System hebt natürlich dann das gesamte Konstrukt, was wir mit dem Superkleber per Multiblock zusammengebaut haben, hoch. Also ich will direkt sagen, ich habe nichts gegen Schafe oder gegen Tiere. Ich liebe Tiere und das dient einfach nur des Tutorials. Man kann sich jetzt natürlich auch sowas hier bauen. Ich habe jetzt hier oben eine Seilrolle. Ich habe hier ein nicht effizientes, aber schnelles Zahnradsystem gebaut. Habe hier unten meine Gangschaltung, meinen Hebel und meine Stromquelle. Naja, und jetzt habe ich einfach mal ein paar Iron Spikes vom Mob Grinding Utils hier dran gepackt und ein paar Freiwillige. Und wenn wir das Ding jetzt aktivieren, dann sehen wir, es wird seinen Dienst tun. Die meisten Schafe flüchten hier tatsächlich gerade. Das habe ich jetzt nicht bedacht, aber ich denke, das Prinzip wird gleich klar. Und, naja, die Schafe sind jetzt leider gestorben. Das mit den Items müsste man sich noch überlegen, wie man das am besten löst. Ich denke mal, Hopper-Systeme wären da ganz cool. Aber wie ihr auch seht, ein riesengroßes Gebiet kann hier per Multiblock zusammengebaut werden. Könnt ihr Hopper hier eigentlich auch auf den Boden packen, weil das müsste jetzt eigentlich alles runterfallen. Ja. Jetzt regnet es Items runter. Natürlich, das muss man noch optimal lösen. Aber das Prinzip, denke ich, ist erklärt. Hier, das ist alles ein Multiblock. Und so kann man natürlich noch ganz viele andere coole Dinge machen, wie zum Beispiel auch ein Riesentor, was sich öffnet. Oder halt noch andere Fallen. Ja. Aber das wollte ich einmal gezeigt haben. Das war's. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo oder auch ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge.